Hast du die zwei gesehen, lieber Taya? Sieh mal an, du lebst ja noch. Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Du machst mich noch arm, mein Junge. Fertig? Aha. Ist was kaputt? Was willst du? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. War's das? Gut. Ich habe gar nicht mit dir Nur für dich. Bitteschön. Komm bald wieder. Dann habe ich vielleicht mehr. Otto, wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Und Gav? Der ist mit deinem Onkel nach Kanva und hilft dort mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du, sollen wir tun? Was? Ich? Ich bin nur der Bote. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, mach ich. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Sieh uns an, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Valisthea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch.
Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Außer von uns. Wir die Sonne je wiedersehen? Ist das ein Gewitter, was da kommt, Sid? Fängt es gleich an zu donnern? Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer, was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Viviens und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. Ich begrüße euch, mein Freund. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Die Lektüre dieses neuen Textabschnitts lege ich euch sehr ans Herz. Wollt ihr einen Blick in meine Aufzeichnungen werfen?
Clive, wir haben ein Problem. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische. Und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage. Jill und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg. Wie steht's, Clive? Schwer beschäftigt wie immer? So geht's mir auch. In jedem Bericht, der reinkommt, verstecken sich ein Dutzend neue Probleme. Ich tue mein Bestes, hinterherzukommen. Die ganz brisanten Sachen schicke ich direkt zu den Fluchbrechern, wie Otto es angeordnet hat. Der Rest kommt auf die Liste. Hilfegesuche von Fremden, bei Verbündeten nach dem Rechten sehen. Die Arbeit nimmt einfach kein Ende. Und jeder, der Zeit und Lust hat, mit anzupacken, kann unserer Sache damit was Gutes tun. Und nebenbei auch noch etwas verdienen. Also, wie beschäftigt warst du nochmal genau? Bitteschön. Erst reden wir mit Isabel. Auf der anderen Seite der Mauer soll's angeblich geistern. Ich habe es selbst gesehen. Warum unternimmt die Garnison denn nichts, wenn es in der Kaiseraue Geister gibt? Ich schaffe das nicht. Milord, Milady. Madame hat uns benachrichtigt. Es sollen seltsame Wesen gesichtet worden sein. Mit blauen Augen, ja. Wie Akasische, aber anders. So viele sind tot. So viele. Akasisch, aber anders? Ultimas Schergen. Geht es Madame gut? Wo ist sie? Nicht hier. Sie wollte zur Garnison und fragen, was sie vorhaben, dagegen zu tun. Dann suchen wir sie dort. Vier Männer hat der Hauptmann nach Mur geschickt. Madame, bitte! Diese Wesen haben die halbe Garnison erwischt. Heute Morgen sogar den Kommandanten. Wir haben Verstärkung angefordert, aber seit Tagen kein Wort aus Oriflam oder dem Dominium. Was sollen wir denn noch tun? Eure Pflicht sollt ihr tun. Meine Leute im Schleier vertrauen auf meinen Schutz. Und ich werde sie schützen. Ich trage die Verantwortung, also ist das meine Pflicht. Falls ihr es vergessen habt, für die Stadt und ihre Menschen tragt ihr die Verantwortung. Noch wichtiger ist, sie gehören doch zu euch. Eure Schwestern, eure Brüder, eure Geliebten. Ihr müsst euch entscheiden. Werft eure Schwerter weg und seht uns beim Sterben zu, oder ergreift sie und tut, was ihr könnt. Ihr wisst, dass sie recht hat. Das hier ist alles, was uns bleibt. Was uns noch bleibt, ist unser Leben. Sollen wir das etwa auch noch verlieren? Müssen wir doch gar nicht. Komm, der Kommandant hatte doch ein Fass auf Vorrat. Lass uns bei einem Weinchen reden.
von mir aus. Ich spreche mit ihm. Hä? Ah, Clive. Ich hatte euch gar nicht so schnell erwartet. Daher wollte ich mich selbst darum kümmern. Du hast dein Bestes getan. Aber vielleicht brauchst du ja doch Hilfe. Wie schön, dass du dich fragst, was ich brauche. Wir brauchen eine Ahnung, woher diese Wesen kommen. Wenn man die Überlebenden so hört, könnte man meinen, sie kämen aus dem Nichts. Vielleicht stimmt das. Wer weiß das schon noch in diesen Tagen? Reden wir mit ihnen. Du bist von der Garnison? Was ist passiert? Ich habe Familie in Moor. Ich habe gehört, die Ätherflut nähert sich und wollte sehen, wie es ihr geht. Eine Horde leuchtender Monster hat mich überrumpelt. Ich bin geflohen und hab's nie bis zum Dorf geschafft. Überlass das uns. Meine Familie und Freunde, ich habe sie alle... Papa, du darfst nicht sterben. Dieses Monster, es hat... Hast du die Wesen gesehen, die das getan haben? Wesen? Ja, ich... Sie kamen aus dem Nichts. Erst haben sie Joseph angegriffen, dann mich. Und auf einmal... weg! Wo ist das passiert? Auf der Straße von Oriflam. Wir waren in der Nähe von Moor. Als... Wo ist Joseph? Alles wird gut. Ruh dich jetzt aus. Wenigstens wissen wir jetzt, wo sie sein könnten. Gehen wir nach Moor. Hast du einen Plan? Der Hauptmann hat ihn. Nicht die Zeit zum Reiten. Sie konnten gerade noch so entkommen. Die Toten mussten sie zurücklassen. Zurück in den Stall, Mädchen. Thank you.
Clive, dort. Schon gesehen. Vorsicht! Noch mehr kommen? Es kommen immer mehr. Aber hier haben wir wohl für den Moment alles getan. Dann zurück zu Isabel. Wir alle hier danken euch. Es ist nicht vorbei. Mehr werden folgen. Viel mehr. Ihr müsst euch verteidigen. Das werden wir. Das stimmt doch, Kommandant. Ja, Milady. Die Männer stehen bereit. Philipp hat einen Großteil der Garnison davon überzeugt zu bleiben. Fürs Erste zumindest. Als ihm klar wurde, dass sie in Madames Gunst stehen würden, fiel ihm die Entscheidung viel leichter. Nicht gerade die edelsten Beweggründe, aber wenn es das braucht. Für mich war die Entscheidung klar. Ich wurde Soldat, um meine Liebsten zu schützen. Und dazu zählt auch die Frau, die vor mir steht. Stattlich und ein Kavalier. Nun, die Pflicht ruft. Ich muss die Wache einteilen. Milady? Keine Sorge, ich bin nicht dumm genug zu glauben, all meine Probleme wären damit gelöst. Aber wenigstens eines. Also habe ich jetzt eines weniger als gestern. Nochmal vielen Dank, Clive.
wenn dieser Mann nicht behandelt wird. Martha, schön, dich zu sehen. Gleichfalls, Clive. Jill? Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Ärger mit Akasischen? Einen Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Was denkst du, Clive? Dass wir mitkämpfen sollten. Auf euch ist immer Verlass. Also, ich brauche euch am gefallenen Tor. Dort sind die Kämpfe am schlimmsten. Sagt dort gleich, dass ihr helfen wollt. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Glaubst du, es sind so viele, wie Martha sagt? Ja. Meinst du, die kommen wieder? Die Hüter. Clive, Verletzte! Wir kümmern uns zuerst um die Akasischen. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Wades Männer? Aber warum seid ihr hier? Und wo ist Sir Wade? Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Martha wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen.
Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift, aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen. Und sie haben Verwundete dabei. Sie schaffen es nicht. Verdammt nochmal. Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Ich halte das nicht länger aus. Meine Brüder, was ist diese Kreaturen haben in dieser Welt? Knappe, bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha. Was ist mit... Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. Was für ein willkommener Anblick. Martha meinte, ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Wir wollten uns vorbeischleichen. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Wie denn auch... Hinter euch! Mist! Die Verletzten sind hier nicht sicher! Können wir ihnen Zeit verschaffen? Wir können's versuchen. Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Jemand verletzt?
Ich glaube nicht. Schon wieder habt ihr mich aus den Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade. Ihr seid ein Schild, durch und durch. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Martha! Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Dicht und schwarz. Eine zweite Horde. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Wir gehen sofort nach Eastpool. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Viel Glück. Kreaturen. Damen dieser Welt. Meine Brüder. Was? Wenn dieser Mann nicht behandelt wird, wird er sterben. Verzeiht, Milord! Habe ich was verpasst? Nur Runde 1, Sir Wade. Bereit? Feuer und Flamme! Take that!
Seht ihr noch welche? Nein. Ich glaube, das waren die letzten. Es wird nicht lange dauern, bis die nächsten kommen. Dann kehren wir zurück, solange wir noch können. Was habt ihr gefunden? Das gleiche wie Sir Wade. Reichlich akasische. Nun, woher sie auch kamen, jetzt sind sie weg. Die Späher sagen, das Tiefland ist sicher. Hoffentlich haben wir Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wie viele Kämpfer sind verletzt? Dank euch viel weniger als befürchtet. Ein Glück. Der Sieg war hart erkämpft. Doch solange der Himmel finster bleibt, wird die Zahl der Akasischen nur weiter zunehmen. Die Frage ist nicht, ob die Horde zurückkommt, nur wann. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit für sie sein. Von hier können wir die Umgebung überblicken und uns gut verteidigen. Wir sollten die Rast als Stützpunkt nutzen. Was meinst du, Martha? Du hättest mehr Männer zum Schutz. Nun, wenn du es so sagst, natürlich können sie bleiben. Milord, ich möchte euch jemanden vorstellen. Oscar, komm her. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Lord Rossfield. Ich bin Oscar. Oscar vom Haus Murdoch. Murdoch? Ich wusste nicht, dass der Kommandant Kinder hat. Oh, hat er nicht. Aber sein Bruder... Mein Vater schon. Ich bin Sir Rodneys Neffe. Na nun, mach schon. Du musst ihn selber fragen. Ja, Sir Wade. Wenn es euch beliebt, Lord Rossfield, nehmt mich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen, Oscar. Aber ich bin kein Schild mehr und ich war nie der Beste. Und Zeit in der Gesellschaft eines Geächteten zu verbringen, scheint kaum angemessen für jemanden, der den Eid leisten will. Tante Hannah hat einmal gesagt, dass ein Mann nicht durch Titel geadelt wird, sondern durch seine Taten. Ihr habt als Nachfolger des ersten Sith viel erreicht und dabei nicht weniger Ehre erworben. Ich würde lieber einem ehrbaren Geächteten dienen, als einem unwürdigen Nicht, dass Sir Wade und die anderen Hüter... Ich will sagen... Ist schon gut. Wir wissen, was du meinst. Alles, was ich lehren kann, habe ich ihn gelehrt, Milord. Aber ein Knapper? Was hast du denn dagegen? Du warst mal ein Knappe. Sir Rodney würde es sicher gut heißen. Ich werde so viel Nachsicht walten lassen wie dein Onkel bei mir. Anders würde ich es nicht haben wollen. Sid,
Deine neue Begleitung macht ja deutlich mehr her als dein Onkel. Muss ich mir Sorgen machen? Ah, ihr kennt euch noch gar nicht. Jill, Clive hat mir viel von dir erzählt. Sicher alles Lügengeschichten. Wir haben gehört, dass Dalimil von Banditen geplagt wird. So ist es. Oder war es bis vor kurzem. Sie haben sich mit unserem Geld und Essen abgesetzt. Weißt du, wo sie hin sind? Tja, die Wüste ist groß. Die könnten überall sein. Bedauerlicherweise habe ich inzwischen dringendere Sorgen. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal! Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dalimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsin hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Sie hat nicht ganz Unrecht, Sid. Ein Versuch kostet nichts. Noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Sie sind gleich da drüben. Dann mal einfach dem Geschrei nach. Wenn deine Männer tot wären, würdest du nicht solche Töne spucken. Blut für Blut, keine Diskussion. Wir heuern Söldner an, die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre 100-mal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen nur noch mehr Blutvergießen. Und damit werden wir unsere Mägen nicht füllen können. Hast du gehört? Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Vielleicht wollen sie deinen Kopf als Nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene, dann reden wir weiter. Viktor. Was macht er hier? Sid und Lady Jill, was führt euch hierher? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Kostnice versinkt im Chaos und die Märkte könnten genauso gut schließen. Der Dornenkuss hier in Dalimil ist der einzige Laden, wo ich überhaupt noch an Waren komme. Deshalb war ich heute auch hier. Und dann hat Lubor mir von dem Streit erzählt. Er hoffte, ich könnte die streitenden Parteien zur Raison bringen. Aber wenn ihr hier seid, heißt das wohl, dass seine Geduld erschöpft ist. Wer sind denn die beiden? Das waren die Wortführer der beiden Parteien. Und der Grund, warum diese Stadt vielleicht bald so endet wie Kostnice. Schuld ist dieser verfluchte Himmel. Diese Finsternis treibt wirklich jeden in den Wahnsinn. Wie auch gut an dieser Stadt zu sehen ist. Der Himmel ist ein Problem. Der Streit das andere. Und dafür muss doch eine Lösung zu finden sein. Das hoffe ich. Ich hoffe es sehr. Na, schönes Dilemma, oder? Für mich war das ein Raum voller verunsicherter Leute. Und sie haben guten Grund, das zu sein. Aber in eurer Lage könnten Angst und Streit gut das Ende der Stadt bedeuten. Ganz meine Rede. Ich bin ratlos. Im Grunde wollen beide Seiten nichts als ihre Heimat retten. Nur können sie sich nicht einigen, wie. Und solange sie nicht auf einen Nenner kommen, sind wir verwundbar. Und wenn es eines gibt, das Banditen anlockt, dann ist es leichte Beute. Was hätte Sid, der Geächtete, wohl getan? Tja, so wie ich ihn kannte,
würde er sie einfach machen lassen. Um einzuspringen, wenn sie alles in den Sand gesetzt hätten. Das klingt nicht nach der klügsten Strategie. Ja, momentan steuern wir hier auf eine Katastrophe zu. Aber bestünde die Möglichkeit, dass wir sie dazu kriegen, genau das selbst zu erkennen? Momentan ist nicht daran zu denken, dass sich einer von den beiden auf die Strategie des anderen einlässt. Aber wir könnten sie dazu bringen, ihre eigene anzuzweifeln. Und dann präsentieren wir ihnen eine dritte Option. Die da wäre? Uns aufzuraffen und die Stadt mit vereinten Kräften zu retten. Warum sollten wir streiten, wenn... Wenn all der angestaute Unmut auf die Banditen gerichtet werden kann. Mir scheint, als hätten wir einen Plan. Victor, du gehst zu Konrad. Red ihm irgendwie ein, dass er auf dem Holzweg ist. Ich gehe zu Natalia. Ich versuch's. Eure Gesichter sind in dieser Stadt eher unbekannt. Das könnten wir nutzen. Keine Sorge, Victor und ich übernehmen das Reden. Ihr müsst einfach nur mitspielen. Mitspielen? Womit er sagen will, ja, gern. Da ist sie ja. Die Herren der Speere höchst selbst. Konrad, erlaube mir, dir Jane vorzustellen. Die Anführerin der Rotschwingen. Der ältesten Söldnergilde in den freien Städten. Ich bin geehrt, Milady. Die Freude ist ganz meinerseits. Also, wie gesagt, ich habe die Kommandantin aus Canva holen lassen, um sie unter Vertrag zu nehmen. Victor sagt, ihr hättet abgelehnt. Angeblich, weil ihr keine Männer mehr habt. Ist das wahr? So wahr ich vor euch stehe. Die Adligen haben alle unsere besten Kämpfer verpflichtet. Und nicht nur von uns Rotschwingen. Ihr kennt die 7 hohen Häuser? Jedes hat gut 3 Dutzend Schwerter unter Vertrag. Ein paar Knaben hätten wir noch übrig, falls die euch reichen sollten. Also, Konrad, du wirst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass irgendwelche Hänflinge die Stadt besser verteidigen könnten als Dalimils tapfere Bürger. Dass ein Haufen bartloser Bengel eure gefallenen Kameraden rächen soll, statt dass ihr es selbst tut? Nur über meine Leiche. Die sollen noch sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Konrad ist nicht unbedingt die hellste Kerze im Leuchter. Und ich wusste schon, warum ich dir statt Sid die Sprechrolle gegeben habe. Hut ab, Teuerste. Wenn ich meine Hacke gehabt hätte, dann hätte... Ich meine, irgendetwas wird man schon noch kaufen können. Ah, da ist er ja. Natalia, dürfte ich vorstellen, Lord Underhill von Randelas renommierter Kaufmannszunft. Lord Underhill. Zu euren Diensten. Underhill? Ich habe gerade von unserer jüngsten Unterhaltung berichtet, Milord. Und davon, wie ihr die Lage der Händler in der Hauptstadt beklagt habt. Lubor behauptet, dass die Kornspeicher so gut wie leer seien und der Krieg und die Fäule so verheerend, dass die Ernte nicht reichen wird, um sie für den Winter zu füllen. Ganz recht, leider. Genau so ist es. Der Adel der Hauptstadt kauft die gesamten Vorräte an Gerste und Wein, was die Preise in Höhen treibt, die das Volk nicht zahlen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern rebellieren. Es ist... dramatischer, als ich dachte. Wenn es stimmt, was Lord Underhill sagt, dann fürchte ich, haben wir kaum eine Chance, unsere Lager aufzufüllen. Und wenn sie auch noch so leer sind. So sehr ich es begrüße, dass du versuchst, unsere kriegerisch veranlagten Kameraden von ihren Rachegelüsten abzubringen,
fürchte ich doch, dass Konrad recht hat mit seiner Einschätzung, dass die Banditen zurückkehren könnten. Was bedeutet, dass wir jetzt, mehr denn je zuvor, sichern müssen, was uns an Habseligkeiten bleibt. Essen, Waffen, Kräuter, alles. Wenn unsere bescheidene Stadt nicht nur im Hinblick auf diese Prüfung, sondern auch in Zukunft bestehen soll, müssen wir zusammenhalten. Also gut. Es geht um die Verteidigung meiner Heimat. Ich bin dabei. Aber den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Danke, Clive. Dein Auftritt war ja fast eine Offenbarung. Sie hat alles durchschaut. Na, es war ja auch nur fast eine Offenbarung. Gewirkt hat es trotzdem. Meine Späher sollten bald zurück sein. Wir treffen uns im Dornenkuss und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich habe den Verdacht, dass unser Gastauftritt nicht nötig gewesen wäre. Will ich nicht sagen. Konrad schien recht angetan von dir. Es scheint, dass ich keine andere war. Mama, ich hab Angst. Oh, jetzt ist alles verdreckt. Gute Neuigkeiten, Sid. Konrad und Natalie scheinen ihre neuen Rollen anstandslos akzeptiert zu haben. Wer weiß, mit der Zeit werden sie vielleicht... Ich fürchte, Zeit ist ein Luxus, den wir jetzt nicht mehr haben. Deine Späher haben die Banditen also gefunden? Genau genommen haben die Banditen meine Späher gefunden. Allem Anschein nach marschieren sie aktuell auf Dalimil zu. Die ganze Meute. Das hat uns noch gefehlt. Sie wollen nicht nur essen, sie wollen sich die verdammte Stadt holen. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Die Banditen rücken wohl in zwei Gruppen an. Eine aus dem Süden und eine aus der Wüste. Zweifelsohne mit der Absicht, unsere hauchdünnen Abwehrkräfte überzustrapazieren. Schon verstanden. Jill und ich übernehmen die Wüste. Und den Süden... Den Süden, mein Freund, verteidigen wir. Die Bürger. Ich weiß, wir gehen hier ein Wagnis ein. Aber wenn das hier Dalimil nicht eint, was dann? Du legst da eine Menge Vertrauen in diese Leute, die sich vor ein paar Minuten noch gegenseitig an die Gurgel wollten. Dann wird es an uns liegen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Gegner nicht verwechseln. Und ja... Ich meine uns. Ich wusste, dass das kommt. Wir versuchen, euch Zeit zu verschaffen. Das versuchen wir auch. Da kommen schon die Weiber aus der Stadt gerannt. Den übernehme ich. Er gehört ganz dir. Hier drüben!
mir, Großer! Hilf mir, Großer! Danke, Großer! Komm zu mir! Hilf mir, Großer! Ich bin verletzt! Komm zu mir! Hilf mir, Großer! Hilf mir, Großer! Hilf mir, Großer! Komm zu mir! Hilf mir, Großer! Hilf mir, Großer! Ich bin verletzt! Und die anderen? Haben sie durchgehalten? Ich höre keine Schwerter mehr. Was denkst du? Dass wir uns beeilen sollten. Natalia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Deinem Einsatz verdanken wir es, dass die Schenke noch steht. Ohne dich hätte es gar keinen Einsatz gegeben. Du hast uns gerettet. Uns und die Stadt. Wir haben sie gerettet. Da hat aber einer seine Meinung geändert. Ich würde sogar sagen, zwei. Darf ich aus eurer Anwesenheit schlussfolgern, dass sich unsere Freunde aus der Wüste nicht mehr zu uns gesellen? Schade. Wir haben's geschafft, Cid. Auch wenn dafür erst eine halbe Armee Banditen anrücken musste. Aber, Victor, wen kümmern schon die Feinheiten? Wir sind übereingekommen. Und das ist alles, was zählt. Und zu dir, Cid. Du kämpfst deutlich besser, als du schauspielerst. Das nehme ich mal als Kompliment. Unsere Freunde dürften zurechtkommen. Fürs Erste. Otto wird erleichtert sein, das zu hören. Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das... Aber ich kann doch nicht einfach den... Einfach gegangen. Und er hat nicht einmal Bescheid gesagt. Ist was passiert? Mein Lehrling. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja selbst versuchen, ihn zu finden, aber ich muss doch im Laden bleiben, jetzt, wo der Junge weg ist. An einen Fremden wende ich mich ungern, aber ich habe keine Wahl. Bitte... Kannst du nach ihm suchen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Wo könnte er hingegangen sein? Ach, weißt du, bestimmt hat er sich irgendwo hingesetzt und starrt auf Drachenfang. Er hat früher dort gearbeitet und die Zerstörung hat ihn mitgenommen. Verstehe. Dann werde ich mich mal umsehen. Mama, kommen die wieder, die Bösen? Die Männer von der Stadtwache sind ja schon ein Schiff.
Wer aus Vergnügen tötet, verdient es nicht anders. Verzeihung. Was willst du? Der Bäcker sorgt sich um dich. Ich bin wirklich ein armseliger Nichtsnutz, was? Auf jeden Fall kein Bäcker. Der Meister bereut seine Wahl bestimmt. Früher hat der Ausblick auf den Mutterkristall meine Nerven beruhigt. Aber jetzt... Du vermisst also den Mutterkristall? Ich hab ihn gehasst, aber er war meine Welt. Seine Minen mein Zuhause. Und mit ihm wurde ein Teil von mir zerstört. Jetzt schwing ich einen Rührlöffel statt meiner Spitzhacke. Aber Backen liegt mir nicht. Meine Brote sind katastrophal. So hohl, wie ich es bin. Nur der Mutterkristall konnte diese Leere in mir füllen. Oh, ich hab ihn geliebt, verdammt! Jetzt ist er weg. Für immer und ewig. Was soll jemand wie ich jetzt nur tun? Wie soll ich je wieder Freude empfinden? Vielleicht könntest du dich in deiner Arbeit ausdrücken. Drachenfang einfach in irgendeiner Form neu erschaffen. Neu erschaffen? Ich bin Bäcker, kein... Obwohl... Ich glaube, du hast recht. Wie töricht ich doch war. Ich muss sofort zurück in die Backstube. Danke. Danke, mein Freund. Du hast mir die Augen geöffnet. Warte. Na, hoffentlich kommt der Heil dort an. Die Banditen sind weg, aber sieh dir an, wie das hier... Ah, da bist du ja. Du hast ein richtiges Feuer in meinem Lehrling entfacht. Ha. Vielleicht sogar ein etwas zu großes Feuer. Er hat mich auf dem Weg zum Ofen fast umgerannt. Meister, sie ist fertig. Seht doch, die Drachensemmel! Eine wirklich einzigartige Schöpfung. Da dürftest du recht haben. Ich kann's kaum fassen. Das perfekte Ebenbild Drachenfangs in Brotform. Spitze Gipfel, üppige Ausläufer, die einladende Höhlung. Gut, meine Leibe mögen oft in der Mitte einsinken, aber was ist Drachenfang schon ohne seinen Krater? Na, ein beliebiger Berg. Sieh doch, innen. Innen ist sie bis zum Bersten gefüllt mit den wunderschönsten Kristallen. Salzkristallen. Meister, das ist meine wahre Bestimmung. Durch meine Arbeit hier die Erinnerung an Drachenfang zu bewahren. Nun, wenn sie auch genauso einzigartig schmecken, dürfte dir das sicher ein leichtes sein. Ah, mein Lehrling ist nicht nur zurück, sondern strengt sich auch endlich richtig an. Und wer weiß, vielleicht wird seine Drachensemmel ja ein Erfolg. Wie hast du das gemacht? Jedenfalls vielen Dank. Ach, du Schan, mich freut... Mama? Kommen die wieder, die Bösen? Die Männer von der Stadtwache sind ja schon entstanden.
Zeiten sind hart. Deck dich. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. War's das schon? Also, wenn du mich fragst, kannst du... Willkommen beim Stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. Nur für dich. War's das?